ob ihr es glaubt oder nicht, der kleine Kobold Pumuckl hat noch nie eine Maus gesehen. Er wusste bisher natürlich, dass eine Maus ein Tier ist und dass Katzen Mäuse fangen, aber sonst wusste er nichts. Bis zu dem Tag, an dem diese Geschichte passierte. Es ging damit an, dass der Pumuckl kleine schwarze Krümelchen hinter einem Bretterstapel entdeckte. Was ist denn das? Kleine schwarze Würmchen. Lauter Was? Kleine schwarze Wie? Würmchen. Aber Würmchen, die sich nicht bewegen, sondern das ist ja Schmutz. Wie? Pfui. Was ist? Pfui. Das sollte doch irgendwann mal geputzt werden. Jawohl, geputzt. Ja, Pfui. Das ist ja... Schmutz. Ja, das ist ja Mäusedreck. Ja, sowas, das geht mir gerade noch ab. Nein, das glaube ich nicht, dass das dir abgeht, sondern dass das der Maus abgeht. Ja, und sowas. Diese Maus wird... Dann war ja eine Maus hier, sonst könnte ja da kein Dreck von ihr sein. Ja, freilich war da eine Maus. Ja, da muss ich gleich was dagegen tun. Ja, aber dass sie da war, dagegen kann man ja jetzt nichts mehr tun. Aber dagegen, dass die Maus wiederkommt. Was meinst du, was so eine Maus Schaden anrichtet? Die nagt alles an. Alles. Alles. Auch Menschen und Kobolde auch. Nein, aber ans Essen geht's, an Zucker und an Wurst und... Und an meine Schokolade. Auch. Das geht zu weit. Viel zu weit sogar. An meine gute Schokolade. So eine Frechheit. Na ja. Da werde ich auch gleich etwas dagegen tun. Was ich werde willst du denn machen? Ich weiß schon, was ich mache. Ich werde die ganze Schokolade aufessen. Na ja. Damit die Maus sich aber wundert. Und nie mehr wiederkommt. Hast du eine Ahnung? Eine Maus kommt immer wieder. Aber halt. Ja, da sehe ich ja das Loch, wo es rauskommen ist. Wo? Da, das kleine Loch da. Hui. Das muss aber eine sehr kleine Maus gewesen sein, wenn die da rauskommen kann. Ja, wie groß glaubst du denn, dass Mäuse sind? Das weiß ich nicht. So groß wie dein Fuß vielleicht. Ach, geh zu. So groß ist ja nicht einmal eine Ratte. Na. Eine Maus ist ganz klein und eigentlich recht lieb zum Anschauen. Lieb? Eine ja, Maus? Ja, wahrscheinlich wird's dir sogar gefallen. Aber das ist alles nichts. Die Maus muss weg. Ich gehe zum Hausmeister vor, der hat bestimmt eine Mausefalle. Und was tust du dann mit der Mausefalle? Ja, die stellen wir dann vor das Loch hin und tun Speck rein. Und wenn die Maus da rauskommt und den Speck fressen will, dann schnappt die Falle zu und hin ist die Maus. Ja, aber wenn die Maus rauskommt, während du die Falle holst, weil sie vielleicht gar nicht auf den Speck warten will und auch nicht auf die Falle zum Beispiel. Wenn die Maus da rauskommt, ja? Dann fangst du sie. Halt sie einfach am Schwanz fest, bis ich wiederkomme. Und wenn sie mich beißt? Ach, das kannst doch nicht. Du bist doch unsichtbar. Ach so, ja, ich bin ja unsichtbar. Ja, vor einer Maus brauchst du dich nicht fürchten. Nein. Die fürchtet sich viel eher vor dir. Ja, da genügt ein Ton von dir und sie läuft schon weg. Ja, da genügt ein Ton. Ui, da will ich aber ganz gewaltige Töne will ich da hören. Also solche Töne vielleicht so wie... Yay! Na. Pumuckl! Nein. Das sollst du nicht machen. Warum? Fangen sollst du sie. Ja, fangen. Ja. Und wenn ich sie gefangen habe, dann soll sie mich fürchten. Und dazu muss ich dann immer so machen, so. Ah, was reden wir lang. Die Maus kommt jetzt doch nicht raus. Ich hol die Falle. Der Meister Eder ging also zum Hausmeister, um die Falle zu holen. Und weil der Hausmeister die Falle aus dem Keller holen musste und sich dann noch ausgiebig mit dem Meister Eder über Mäuse im Allgemeinen und Mäuse im Besonderen unterhielt, war der Pumuckl ziemlich lang allein. Er beäugte etwas ängstlich das Mauseloch. Als sich aber dort nichts rührte, setzte er sich auf einen Bretterstapel und betrachtete so aus sicherer Entfernung und von oben herab den Ausschlupf. Gerade in dem Augenblick, als das anfing, langweilig zu werden, sah der Pumuckl, er traute zunächst seinen Augen nicht, den kleinen Mausekopf aus dem Loch schnuppern. Der Pumuckl wagte kaum zu atmen. Das muss die Maus sein. Die ist wirklich so klein. Nein, wie klein die ist. Davon haben ja leicht 30 Stück Platz hier. Da bin ich ja ein großer Pumuckl dagegen.
Die Maus kann ich leicht am Schwanz fassen, wenn der Schwanz mal da ist. Vorerst ist ja bloß der Kopf da. Psst, 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 psst. Komm doch raus, Mäuschen, Mäuschen. Ah, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ah, oh. Komm ganz raus, ganz, ganz mit dem Schwänzchen. Oh, ui, du bist wirklich sehr lieb zum Anschauen, sehr lieb. Ui, was das kann. Ihr macht Männchen, Männchen, wie der Pudelhund. Vom Vorderhaus. Die muss ich fangen. Die muss ich ganz schnell fangen. Schnell, schnell, schnell. Ah! Ich hab sie! Ich hab sie! Ah! Ui, du musst nicht schreien. Ich tu dir ja gar nichts. Ich halte dich bloß noch ein bisschen fest. Ich will dich doch bloß angucken und streicheln. Will ich dich auch? Ui, ui, ganz weiches Fell. Und du bist nicht nur lieb zum Anschauen, Fräulein Maus, sondern du bist auch sehr lieb zum Anstreicheln. Ach so, ist das am Schwanz festhalten vielleicht ungemütlich für dich? Naja, eine Hundeleine wäre natürlich viel praktischer. So, weißt du, mit einem Halsband dran. Dann würde ich dich in die Küche raufführen und dir Wurst geben, jawohl, und Zucker und du würdest Männchen machen. Und weißt du was? Ich trag dich in die Küche rauf, ja? Ich nehme dich einfach auf den Arm und... Halt! Halt! Lauf doch nicht nach vorne! Halt! Ich will dir doch nur... Dann ist sie weggelaufen. Halt! 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 Wo ist sie? Wo ist sie? Hui! Jetzt ist sie... Oh! Jetzt ist sie einfach in das Loch, ohne sich den Kopf anzustoßen. Ist toll, wie sie das gemacht hat. Eine tolle Maus. Aber dumm, weil sie einfach nichts verstanden hat. Hallo, hallo, hallo Maus, Maus, komm doch wieder raus. Ui, das reimt sich. Liebe Maus, komm bitte raus. Das reimt sich, aber das nützt nichts. Maus, Mausefältchen, Mausefältchen, Schwänzchen, bitte komm doch wieder. Weißt du was, du kriegst von mir Schokolade. Mein Klabauter, Ehrenwort, gebe ich dir. Ja, oh. Glaub mir nicht. Weißt du was, Maus? Ich leg dir die Schokolade hin. Ja, hier lege ich sie dir hin. Und Wurst und Zucker hole ich auch. Ja, ich gehe nur schnell in die Küche. Ja, gleich. Ich bin gleich wieder da. Maus, Maus, ich komme sofort wieder. Nur Wurst hole ich und Zucker. Der Pumuckl ist tatsächlich in die Küche gerannt und hat alles Versprochene geholt und in kleinen Krümelchen vor das Mauseloch gelegt. Und dann hat er sich in einiger Entfernung davon auf den Boden gesetzt und gewartet. Doch keine Maus erschien. Dafür kam der Meister Eder zurück. Sodala, es hat ein bisschen länger gedauert. Du weißt du, was ich will? Ich will ganz, ganz viele Mäuse haben. Aber wieso denn das? Gerade vorhin waren wir uns doch noch einig, dass du... Vorhin ist nicht jetzt hin. Und jetzt hin mag ich Mäuse. Das war nämlich eine da. Du, ja? Ja, mit so Äuglein und so Schnäuzlein und so Öhrlein. Ja, und dann hat sie so gemacht. Guck mal, so. Ja. So Männchen hat sie gemacht. Weißt du, wie ein kleiner Pudelhund. Na. Und jetzt weiß ich es. Was die Hunde für die Menschen... Weißt du, das sind die Mäuse für die Kobolde. Also das ist mir das Allerneueste. Ja, das ist auch sehr neu, aber das ist wahr. Neue Sachen sind oft wahr. Und 30 Stück haben ganz leicht hier Platz. Unter der Hobelbank, da haben sicher sogar 70, 15 Stück Platz. Ja, wenn sie sich eng zusammendrücken. Was fällt dir denn ein? Und wenn, weißt du, und dann nämlich, also wenn plötzlich... Ja, eine, ja, danke schön, mein bitteschön, Lieber. Bitteschön. Und sie kriegen auch Schokolade von mir. Ja, und der Schaden? Nun, wenn man es ihnen freiwillig gibt, ist es ja kein Schaden. Schau, ich habe das schon freiwillig. Guck mal hier. Ja. Hier habe ich das Maus noch hingelegt. Guck mal. Was? Ja. Ja, wie sieht's denn da aus? Ja, das ist Mausefuß. Lauter Schokolade und Wurst am Mausefuß. Ich habe doch gesagt, du sollst sie fangen und nicht füttern. Das habe ich doch getan. Ich habe sie ganz fest am Schwanz gehalten. Als ich sie aber in die Küche rauftragen wollte, weißt du, da ist sie einfach weggesprungen. In die Küche? Wie, in die Küche? Oder meinst du, sie wäre lieber vielleicht mit mir ins Wohnzimmer gegangen? Also, du gefällst mir. Ja, du gefällst mir auch. Aber weißt du, die Maus gefällt mir fast noch besser. Also, jedenfalls wissen wir jetzt sicher, dass die Maus aus dem Loch kommt. Ja, die kommt aus dem Loch. Und da stellen wir jetzt die Falle auf. Ich tue gleich von der Wurst was rein. So, und jetzt? Und jetzt? Jetzt? Was? Wenn die Maus die Wurst fressen will, dann schnappt's zu.
Aber komm du ja nicht mit dem Finger oder mit dem Fuß hin. Der ist sonst ab. Ja, aber dann ist ja bei der Maus auch was ab, ja? wenn sie da hinkommt. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Tu gleich die Falle weg. Gleich, sofort. Maus, nicht rauskommen. Nicht rauskommen, da ist eine ganz scheußliche Falle, Pumuckl. Maus, bleib drin. Mäuselein. Pumuckl, so horch doch, der Mensch muss sich gegen Schädlinge wehren. Ob das Motten sind oder Mäuse oder Ratten, das ist ganz gleich. Eine Motte und eine Maus gleich, da lache ich ja. Hast du schon mal gesehen, dass eine Motte Männchen macht oder dass eine Maus fliegt? Nein, nichts, aber... Oder zum Beispiel, bitte versuch doch mal, eine Motte am Schwanz festzuhalten. Ich habe ja nicht gemeint, dass die Tiere gleich sind, sondern dass das egal ist, ob jetzt... Egal! Ob man eine Motte kaputt macht oder eine Maus. Egal, also weißt also du... Also jetzt beruhig dich nur wieder. Es ist was anderes. Mäuse sind auch Menschen, jawohl. Also ich tu die Mausfallen nicht hin. Ja. Ehrlich gesagt, mir graust ja auch vor du die Mäuse in der Falle. Aber mal was anderes. Pass auf, ich zementiere das Loch da gründlich zu. Ach, aber dann... Ja, das werde ich machen. Aber dann kann die Maus ja gar nicht mehr raus. Und ich kann nicht mit ihr spielen. Pumuckl, es gibt ja noch mehrere Mäuse. Du kannst ja irgendwo im Hof vielleicht oder hinterm Haus oder im Vorgarten eine suchen. Und wenn ich keine Maus finde? Jetzt such mal und dann reden wir weiter. Gut, dann reden wir weiter. Also ich gehe jetzt mal runter in den Hof und suche eine Maus, ja? Und finde ich eine Maus, dann bringe ich sie ins Haus. Der Pumuckl hat sich tatsächlich überreden lassen. Und während der Meister Eder das Loch zugegipst hat, Zement hatte er keinen zu Hause, ist der Pumuckl auf Mausesuche gegangen. Aber so viel er auch gesucht hat, er hat keine gefunden. Schließlich ist er wieder zurückgekommen. Na, was ist denn? Pumuckl, was hast du denn? Überhaupt keine Mäuse. Nirgends gibt's Mäuse. Oh. Meine kleine Maus ist die einzige Maus auf der ganzen Welt. Du musst das Loch bitte wieder aufmachen, damit meine Maus herauskommt. Ah, ich bin doch nicht verrückt. Aber meine Maus verhungert ja da hinter der Mauer und dann ist die mausetot. Ah, die sucht sich schon einen anderen Ausgang. Ich will aber, dass sie keinen anderen Ausgang findet, sondern dass sie diesen Ausgang findet. Himmel, Donnerwetter, jetzt hörst du auf mit deiner Maus. Ich will nichts mehr hören. Geh herauf. Der kleine Pumuckl, gar nichts. Oh, alles ist so traurig, das Leben ist so schaurig. Der Pumuckl setzte sich in seine Schaukel und tat sich sehr leid. Aber nicht lange. Dann beschloss er, ganz einfach das zugegipste Loch wieder aufzubohren, sobald der Meister Eder aus der Werkstatt gehen würde. Er musste nicht lange warten. Als der Meister Eder schnell etwas besorgen musste, angelte sich der Kobold einen großen Schraubenzieher und hackte mit aller Kraft gegen den Gips. Und tatsächlich bröckelte der heraus. Der Pumuckl triumphierte. Doch leider zu früh. Der Meister Eder kam zur Tür herein und sah auf den ersten Blick den herausgebröckelten Gips. Ja, was sehe ich denn da? Ja, was siehst du denn da? Du hast das Loch wieder aufgemacht. Dann muss ich also doch die Falle wieder aufstellen. Nein, nicht die Falle. Nicht die Falle. Die Maus darf nicht tot werden. Bitte nicht. Ich hab dir doch erklärt, dass du Mäuse nicht brauchen kannst. Aber ich kann doch Mäuse brauchen. Weißt du, nur eine einzige. Alle anderen darfst du weggipsen. Nur die eine liebe kleine weiche Fältchenmaus. Die möchte ich bitte haben. Geh hör auf. Ich hab gar niemand zum Spielen. Alle Menschen haben jemand. Ich hab gar niemand. Na. Niemand, mit dem ich spielen kann. Ich bin kann doch auch niemand, da. Niemand, den ich streicheln kann. Und ja, ja. Und niemand, den ich lieb haben kann. Ja, also ich weiß nicht, ob da gerade eine Maus das Richtige ist. Doch, eine Maus ist das vollkommenst Richtigste. Also jetzt gib acht. Ja. Du sollst deine Maus haben. Ich werde... Ich kann sie haben gleich. Ja, aber zuerst müssen wir sie fangen. Ja, ich fange sie. Ich setze mich davor und du gehst fort, damit ich unsichtbar bin. Nein, ich kann doch nicht den ganzen Tag fortgehen. Warum?
aber es gibt auch Fallen, mit denen man eine Maus fangen kann, ohne dass ihr was passiert. Ohne dass so eine besorge ich. Ja. Und die stellen wir dann auf. Ja, und dann darf sie hier überall herum. Nein, das darf sie nicht. Warum? Aber wir setzen's in einen Käfig. In einen Käfig? Ich muss heute den alten Vogelkäfig dafür herrichten. Mhm, das geht, ja. Und da tun wir was rein, wo sich die Maus verkriechen kann und was wo. Und wo sie Männchen machen kann und was, wo sie so fiep, fiep, fiep machen kann und dann noch was. Ja, ja. Dann noch was, wo sie. Ja, Pumuckl. Ja. Aber eines musst du mir versprechen. Jedenfalls. Du musst dich um die Maus kümmern und den Käfig in Ordnung halten und die Maus füttern. Ja, natürlich. Also natürlich. Kurzum, es ist deine Maus. Es ist meine Maus. Und es ist deine Arbeit, verstanden? Ja, das habe ich sogar sehr gut verstanden. Sehr, sehr gut. Und versprichst du mir das auch? Also großes, klabauter Ehrenwort. Ja, also, dann wollen wir einmal sehen, ob wir es überhaupt erwischen. Ja. Und wenn wir sie erwischen, dann habe ich eine Maus im Haus, eine Maus im Haus, eine Maus im Haus, eine Maus im Haus. Der Meister Eder hat tatsächlich so eine Falle aufgetrieben und die Maus ist auch wirklich in die Falle gegangen. Es klappte alles vorzüglich. Der Meister Eder hatte den Vogelkäfig so hergerichtet, dass die Maus nicht entwischen konnte. Und in die eine Ecke des Käfigs stellte er einen kleinen Futternapf, in die andere einen kleinen Berg aus Moos, damit sich die Maus auch verkriechen konnte. Der Pumuckl war selig. Nur leider nicht allzu lange. Denn die scheue Maus verkroch sich die meiste Zeit in ihren Moosberg. Und das machte den Pumuckl mit der Zeit äußerst ungeduldig. Maus, Maus, komm raus! Ich verkriech mich ja auch nicht, Maus. Komm, ich will mit dir spielen! Du, ich mache den Moosberg kaputt und dann kannst du dich nicht mehr verkriechen. Lass das. Eine Maus braucht ein dunkles Eckerl. Das ist doch ihr Schlafplatz. Ich brauche ja auch kein dunkles Eckerl und ich muss auch jetzt nicht schlafen. Ja, du, aber die Maus... Die Maus, die muss tun, was ich will. Und ich will sie jetzt ein bisschen streicheln. Ah ja, freilich. Bitte, ja. bitte, hol sie doch mal aus dem Berg raus. Also von mir raus. Ja. Ja. Pass auf. Ich setze sie in meine Hand. Ja, in deine Hand. Und du darfst sie streicheln. Nein, ich will, dass sie in meiner Hand sitzt, und dass ich sie streichle. Nein, sonst kommt sie dir ja aus. Weißt du, was wir machen? Wir machen der Maus ein Hundehalsband und dann kann sie nicht mehr auskommen und ich kann sie überall hinführen. Du bist wohl verrückt, das arme Tier. Hunde sind ja auch nicht arm. Ach, das ist doch was anderes. Weißt du, wir wollen sie doch nur ein ganz, ganz kleines bisschen anbinden. Und wenn ich sie angebunden habe, dann darf sie auch mit mir in meiner Schaukel. Und dann darf sie schaukeln mit mir. Ah, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wieso, dass sie eine Schaukelmaus? So ein ängstliches, kleines Viecherl muss man vorerst überhaupt ganz in Ruhe lassen. Schau nur da, wie sein Herzerl pumpert. Mein Herzerl pumpert auch und du schaust nicht. Ich glaube, ich werde die Maus jetzt ein bisschen am Schwanz ziehen. Das ist sehr lustig. Ja, wirst du gleich die Maus in Ruhe lassen? Nein, das ist meine Maus und nicht deine. Es ist mein Mausefreund und nicht dein Mausefreund. Einem Freund tut man aber nicht weh. Aber was kann ich denn jetzt mit der Maus spielen? Zuschauen kannst du ihr und mit ihr reden und Futter geben und den Käfig immer wieder in Ordnung bringen. Zuschauen ist sehr, sehr langweilig. Jawohl, und reden auch, wenn man keine Antwort bekommt. Und Ordnung soll die Maus selbst halten, ja. Und das sind ja schon wieder so kleine Würmchen da drin in dem Käfig. Freilich, du musst ja auch den Käfig immer wieder putzen. Ich die scheußlichen schwarzen Würmchen wegputzen. Ja, ich hab dir doch gleich gesagt, dass du das tun musst. Und du hast mir auch das große Klabauter-Ehrenwort gegeben. Das Große? Ja. Da täuschst du dich aber sicher. Nein. Ja, ich glaube nämlich, das war das kleinste Klabauter-Ehrenwort, das ich überhaupt habe. Ja? Du fangst jetzt schon an, dich zu drücken? Wieso? Dann trage ich ja die Maus gleich rüber in die Anlage und lass sie wieder laufen. Nein, das lässt du nicht. Wenn jemand die Maus laufen lässt, dann ich, weil das nämlich meine Maus ist. So, du willst sie schon wieder laufen lassen, bloß weil du den Käfig putzen müsstest und weil du das kleine Viecherl nicht so schinden darfst? Wie es dir gerade passt. Nein. Weil eine Anlage schön ist. Weil nämlich dort eine Wiese ist. Und da kann sie dann auf der Wiese mit mir spielen. Ja, und ich kann ihr nachlaufen, wenn sie davonläuft. Und dann spielen wir Fangen und Verstecken und ich muss ein bisschen die Wiese putzen, wenn sie dort schwarze Würmchen macht. Ja, da hätte ich mir ja die ganze Arbeit sparen können. Welche? Und die Zeit auch, die ich mit der Maus verplempert habe. Bloß damit du es jetzt wieder auslässt und damit die Maus nun doch vor der Katz gefressen wird.
Von der Katze wird sie nicht gefressen, denn ich verjage ja alle Katzen. Ich bin also, ja ein Katzenverjager. Gut, gut. Setzen wir die Maus in ein Zigarrenkistel und tragen sie in die Anlage. Ja, komm, komm, Baby. So. Komm her, Mäuser. Die Mäus, Freiheit winkt. Mäuslein. So. So, komm, jetzt bringen wir sie auf die Wiese. Und so kam es, dass die mühsam gefangene Maus auf einer Wiese landete. Der Pumuckl konnte tatsächlich ein bisschen mit ihr spielen, bis die Maus ihn kräftig in die Hand zwickte. Da war es geschehen. Er ließ sie aus und sie verschwand spurlos im Gras. Der Pumuckl stand völlig verdutzt da. Also das ist ja allerhand das mit der Hand. Die hat mich gezwickt. Was? Jawohl, hallo, hallo! Nur Kobolde dürfen zwicken, verstanden? Aber wart nur, wenn ich dich erwische, dann zwick ich dich auch und dann... Die erwischt nimmer, Pumuckl. Komm, gehen wir heim. Aber jetzt habe ich keine Maus mehr und keinen Mausefreund und nur noch einen leeren Käfig. Was tun wir denn jetzt in den Käfig rein? Nix. Wir stellen ihn wieder dahin, wo ich ihn geholt habe, in den Keller. Aber das ist schon sehr traurig. Ich meine, für die Maus. Na, für die Maus ist die Geschichte wirklich gut ausgekommen. Aber für mich nicht. Na. Für mich gar nicht. Na. Der Pumuckl zerdrückte eine Träne und dann trottete er hinter dem Meister Eder nach Hause. Der nahm den Käfig und wollte ihn eben wegtragen. Da schrie der Pumuckl plötzlich auf. Ja, um Himmels Willen, was ist denn? Pumuckl! Schau doch! Aus dem Mausenloch! Was? Was ist denn los? Eine Maus! Was? Eine Maus hat geguckt mit kugelrunden, schwarzen Glitzeraugen. Jetzt geht die ganze Geschichte wieder von vorne an. Nein, nicht die ganze Geschichte, nur die halbe. Denn die Falle für die Maus und den Käfig, den haben wir ja schon. Weißt du? Hallo, Maus! Hallo, Fräulein Maus! Komm doch, liebe Maus, komm ins Haus. Hola, hola. Nun, die Maus kam nicht. Und der Meister Eder war diesmal schlauer. Er sagte gar nichts, sondern ging heimlich in ein Geschäft und dort erstand er ein Mittel, dessen Geruch Mäuse vertreibt. Und das streute er nachts in das Mauseloch. Und wirklich, es ließ sich keine mehr blicken. Noch ein paar Tage lang äugte der Pumuckl immer wieder nach dem Mauseloch. Doch als sich nie mehr was rührte, begann er die Geschichte zu vergessen. Die Geschichte mit den Tauben fing damit an, dass der Pumuckl den Rest seines Stückchens von der Frühstückssemmel nicht mehr essen wollte und deshalb damit herumspielte. Der Meister Eder sah das und sagte: Pumuckl, hör auf, das Brot so zu verbröseln. Ja, dann werde ich die Bröseln eben verdröseln und Kugeln draus rugeln. Hör sofort auf, aus dem Brot Kugeln zu drehen. Das ist aber sehr lustig. Nein, das ist nicht lustig. Mit Brot spielt man nicht, merkt ihr das? Und warum spielt man nicht mit Brot? Weil Brot zum Essen und nicht zum Spielen da ist. Ja, wenn man aber satt ist, dann kann man Brot nicht mehr essen. Und dann kann man bloß noch spielen damit, wenn man nicht platzen will. Pumuckl, ja? Es ist nicht jeder satt auf der Welt. Und nicht. Wer sich nur ein bisschen vorstellen kann, was ein Stückel Brot für einen armen Teufel bedeuten kann, der spielt nicht mit dem Brot. Und was tut er dann damit? Trägt er das immer gleich zu einem armen Teufel hin? Nein, das geht nicht immer. Aber man kann Brot wenigstens verfüttern, wenn man schon selber nicht mehr essen mag. Es gibt ja genug Tiere, die es fressen. Ui, ich weiß ein solches Tier. So? Ja, ich werde ihm gleich mein Brot bringen. Ja? Jawohl, der Pumuckl ist ein braver Pumuckl, der sein Brot gleich verfüttert. Halt, wohin willst du denn? Ich will in den Hof zu dem Tier. Im Hof, da ist doch kein... Doch, ein ganz großes sogar, das fast Ah, du meinst den Hund von Mainzirns, der frisst doch kein Brot. Nein, ich meine nicht den Hund, ich meine die Tauben von der Frau Berger. Tauben? Ja, weißt du, die sind zwar ein bisschen kleiner als ich, aber die fressen sehr viel Brot, sehr viel. Und weißt du, warum? Nein. Die Frau Berger immer welches hinwirft. Nein. Und jetzt kriegen sie mein Brot auch noch. Nein. Tauben sind doch arme Teufel, oder Nein, nicht? Nein, die Tauben fütterst du mir auf keinen Fall. Aber du hast doch gesagt, das dass Füttern man von Tauben ist von der Hausverwaltung ausdrücklich verboten worden. So. Und die Frau Berger. Was ist? Und die Frau Berger. Was ist mit die der? Die Frau Berger, die darf füttern. Nein.
Die darf's auch nicht. Warum tut sie's dann? Und sie hat auch wegen der Fütterei Krach mit der Hausmeisterin. Ja, ist ja auch unappetitlich bis dort aus. Die Frau Berger. Gleich die neben Frau Berger dem Haus. Nein! Gleich neben dem Hauseingang schmeißt sie die alten Brotbrocken hin. Die Leute treten rein und tragen's mit den Schuhen ins Treppenhaus. Und dann darf's die Hausmeisterin zusammenputzen. Eine Zumutung ist das! Jawohl, eine Zumutung ist das! Ich kann ja mein Brot woanders hinwerfen. Du sollst die Tauben überhaupt nicht füttern. Warum? Die Tauben können Krankheiten übertragen und sind voller Ungeziefer. Sowas soll man auf keinen Fall großziehen. Naja, also sehr groß werden ja die Tauben sowieso nicht. Auch wenn man sie zieht, jetzt sie... Du sollst die Tauben Tauben sein lassen und damit basta. Tauben sind taub! Pummel, ich muss jetzt wieder arbeiten. Ja. Das Brot isst du in einer halben Stunde. Da wirst du dann schon wieder Appetit haben. Ja. Und wenn ich keinen Appetit habe? Ja, dann wartest du eben eine ganze Stunde und dann wird der Appetit schon kommen. Der Appetit. Ein schönes Lied vom Appetit. Der Appetit wird überhaupt nicht kommen in einer Stunde, weil in einer Stunde bin ich vielleicht gar nicht da. Und dann findet mich der Appetit nämlich nicht, weil ich nämlich vielleicht im Hof bin. Und weil ich dann vielleicht das Appetitbrot mitgenommen habe. Und weil vielleicht die Tauben Appetit haben. Jawohl. Wenn Meister Eder Schreiner arbeitet, dann muss der Pumuckl Fütter arbeiten, weil man nämlich mit Brot nicht spielt. Jawohl, man spielt nicht mit Brot. In der größten Not spielt man nicht mit Brot. Und schon nahm der Pumuckl das Brot und spazierte damit in den Hof. Er warf noch einen vorsichtigen Blick in die Werkstatt, aber der Meister Eder war so in seine Arbeit vertieft, dass er nichts merkte. Die Tauben pickten tatsächlich an dem Futter, das die Frau Berger wieder einmal neben die Hauseingangstüre gestreut hatte. Der unsichtbare Pumuckl mit dem durchaus sichtbaren Brot in der Hand postierte sich bei den Aschentonnen und versuchte von dort aus, die Tauben herbeizulocken. Hallo, ihr. Hallo, man ist nicht neben der Haustüre. Das ist eine Zumutung, jawohl. Und vom Boden ist man überhaupt nicht, sondern man ist aus der Hand. Kein Benehmen ist das, kein Benehmen. Hallo. Schaut mal her, ich habe feines Brot. Das könnt ihr aus der Hand essen. Schmeckt sehr gut, sag ich euch. Ihr sollt herschauen, sag ich. Die schauen einfach nicht hin. Hallo, ihr. Wenn ihr schon nicht schaut, dann hört wenigstens. Oh je, die haben hier gar keine Ohren. Und Nasen haben die auch nicht. Was habt ihr denn eigentlich? Ich werde das Brot zu den Tauben hintragen und es ihnen direkt in die Schnäbel stecken. Jawohl. Da habt ihr vom Pumuckl gutes Brot. Halt! Nicht davonfliegen, ihr dummen Vögel! Halt! Da oben auf der Dachrinne gibt's doch kein Brot. Da drum gibt's doch nur Dach. Damit hatte der Pumuckl zweifellos recht. Aber für eine Taube ist eine Stimme und dazu noch ein heranhüpfendes Brot so erschreckend, dass sie eben das Hausdach vorzieht. Der Pumuckl stand im Hof und war recht wütend. Er schubste das Taubenfutter von der Frau Berger mit dem Fuß in Richtung Aschentonnen und schmiedete finstere Pläne. Wenn jetzt wieder eine Taube herunterkommt, dann werde ich sie am Schwanz zu den Aschentonnen ziehen, mitsamt ihrem Ungeziefer, und dann muss sie mein Brot essen. Jawohl. Ui, 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 da kommt ja eine geflogen. Und wo setzt die sich hin? Natürlich, dahin, wo die Hausmeisterin schimpft. Das wird der Pumuckl nicht zulassen. Für was bin ich denn unsichtbar, ne? Ja. Ja, Gurnur. Gleich werde ich dich haben. Gleich. Siehst du? Wirst du gleich aufhören, so schrecklich mit deinen dummen Flügeln zu klappern? Nein! Nicht! Nein! Ob ihr es glaubt oder nicht, die Taube ist in ihrem Schreck mitsamt dem Pumuckl auf das Dach des Vorderhauses hinaufgeflogen. Der kleine Kobold hatte nämlich in seinem Jagdeifer die Taube nicht nur beim Schwanz gepackt, sondern sich richtig auf sie gestürzt und mit beiden Armen ihren Hals umschlungen. Sicher ist noch niemand von euch in einer Dachrinne eines vierstöckigen Hauses gesessen,
Aber ihr dürft mir glauben, dass das eine recht schwindelerregende Sache ist. Das ist ja schrecklich hoch. Da kann man ja hinunterfallen. Da will ich lieber gar nicht hinunterschauen. Da sitzen sie alle. Wenn man Flügel hat, da mag das ja hier ganz gemütlich sein. Der Hof ist aber tief unten. Und die großen Aschentonnen, die sind ganz klein, wenn man das von hier aus sieht. Wie komme ich denn da wieder runter? Hui, hui, hua. Warum habe ich bloß die dumme Taube losgelassen? Dafür war es sehr gescheit, dass ich das Brot nicht losgelassen habe. Jetzt wäre ich bald runtergefallen. Erstens kann man dann nicht so schnell verhungern. Und zweitens kann ich vielleicht damit eine Taube anlocken. Hey, ihr! Hallo, schaut mal, was ich da habe. Wenn ihr was wollt, braucht ihr nur herkommen und dann... Aber ihr sollt doch nicht ohne mich wegfliegen und mich hier ganz allein lassen. Wenn ihr nicht gleich zurückkommt, dann esse ich mein ganzes Brot selbst. Jawohl, alles esse ich selbst. Ist das tief. Diese finstere Drohung nützte leider gar nichts. Der Pumuckl machte sie auch nicht wahr. Er hatte nämlich wirklich keinen Hunger. Er legte das Brot also in die Dachrinne und krabbelte vorsichtig der Rinne entlang bis zur Regentaufe. Er guckte in das tiefe, dunkle Loch des Abflussrohres, das in den Hof reichte. Nein, da innen hinunterrutschen konnte er nicht. Wer weiß, wo er da gelandet wäre. Und außen hinunterrutschen konnte er auch nicht, weil das Rohr so an der Dachrinne angebracht war, dass es ein kleiner Kobold von oben nicht erreichen konnte. Blieben noch die Dachluken zum Speicher des Hauses. Der Pumuckl krabbelte also wieder die Dachrinne entlang zu den Luken. Aber alle waren verschlossen. Klappautas, helft mir. Die sind alle zu. Aber ich kann doch nicht immer hier auf dem Dach bleiben. Ein Dachkobold, das ist ja ganz bestimmt das Dümmste, was es gibt, jawohl. Und wenn mich der Meister Eder sucht, dann sucht er mich überall, aber ganz sicher nie auf dem Dach. Ruhig hinsetzen, Pumuckl, ganz ruhig hinsetzen und nachdenken. Ich hab's. Ich muss mich so in die Dachrinne setzen, dass ich in den Hof schauen kann. Und wenn der Meister Eder mich im Hof sucht, dann rufe ich ihm und dann kann er die Luke aufmachen und dann kann er mich holen. Das ist ja ganz einfach. Der Pumuckl war gleich wieder guter Dinge und tat, was er sich vorgenommen hatte. Und tatsächlich schien auch bald seine Rechnung aufzugehen. Als es nämlich so anhaltend still und ruhig im Haus war, hatte der Meister Eder plötzlich das Gefühl, einmal nach seinem Kobold schauen zu müssen. Und natürlich fiel ihm gleich das Taubengespräch ein, als er den Pumuckl nicht im Haus fand, und er ging vor zu den Tauben. Kaum war er ein paar Schritte in den Hof gegangen, hörte er auch schon von oben Pumuckls Stimme. Ich bin da! Hallo, ich bin da! Das war doch der Pumuckl. Pumuckl! Ja, hallo, ich bin da. Ich sitze auf dem Dach, nicht auf dem Baum, wo du hinschaust. Auf dem Dach? Ja, da gleich über dir. Du musst mich herunterholen. Ja, wie kommst du denn da hinauf? Ich bin geflogen. Ach, Schmarrn, du kommst augenblicklich auf dem Weg wieder runter, auf dem du hinaufgekommen bist. Das geht aber doch nicht. Herrschaftszeiten, lehn dich nicht so weit vor. Fallst mal ja runter, steig wieder zurück in Speicher. Aber sei vorsichtig! Das kann ich nicht! Alle Fenster sind zu! Du musst mich holen! Ja, nachher halt dich ruhig! Ich komm rauf! Ich hol einen Schlüssel bei der Hausmeisterin! Um Gottes Willen. Was ist denn los, Herr Eder? Was ist denn da oben? Gut, dass Sie gerade daherkommen. Ja. Ich hol gerade zu Ihnen und einen Schlüssel für einen Speicher holen. Ja, aber Sie haben Ihren Speicher doch im Hinterhaus. Schon, aber auf dem Dach vom Vorderhaus, da sitzt der... Wo sitzt wer? Den können Sie nicht sehen, bloß ich. Trotzdem, bitteschön, geben Sie mir den Speicherschlüssel. Ja, ich verstehe nicht, was Sie da oben wollen. Ich muss jemand runterholen. Herr Eder, auf dem ganzen Dach sehe ich niemand, ja, den wir runterholen können. Ja, das glaube ich schon. Und Sie sind ja auch nicht der Jüngste, Herr Eder. Sie kommen mir nicht aufs Dach.
Ich möchte an nichts schuld sein, verstehen Sie? Wenn Sie meinen, ich bin lebensmüd und möchte vom Dach fallen, dann ist es ein Irrtum. Ich möchte ja bloß eine Dachluke aufmachen und eine Schnur raushängen, damit er sich dran einhalten kann. Ja, wer? Jetzt sagen Sie mir bitte, wer? Der Pumuckl. Jetzt wissen Sie es. Herr Eder, darf ich ein offenes Wort reden? Ich weiß schon, Sie glauben, ich bin verrückt. Naja, Sie haben im Lauf der letzten Jahre ja schon öfters solche Sachen gesagt. Ja, aber... Dass Sie an Kobolde oder an sowas glauben. Ja. Und das mag ja alles ganz harmlos sein und ich bin ja nicht so... Aber... Aber einen Schlüssel für einen Speicher kriegen Sie von mir nicht. Dann machen halt Sie die Dachluke für ein paar Minuten auf und lassen Sie bitte die Speichertür auch ein bisschen auf, dann kann er raus. Ich werde es meinem Mann sagen, wenn er heute Abend heimkommt. Heute Abend? Sie sind ja nicht ganz bei Trost. Was? Entschuldigen Sie, würden Sie sowas Ähnliches wie ein kleines Kind den ganzen Tag in der Dachrinne sitzen lassen? Können Sie sich denn nicht vorstellen, was da alles passieren kann? Aber Herr Eder, regen Sie sich doch nicht so auf. Ja. Das schadet Ihnen ganz bestimmt. Ich mach dann das Fenster schon auf. Gehen Sie nur ruhig jetzt wieder in Ihre Werkstatt. Sie werden sehen, es kommt alles in Ordnung. Ah, das sagen Sie doch bloß so. Aber ich sage Ihnen nur, wenn in 10 Minuten die Dachluke nicht auf ist, dann bin ich droben im Speicher. Verlassen Sie sich drauf, dass ich reinkomme. Mit dieser finsteren Drohung ließ der Meister Eder die Hausmeisterin stehen und ging in die Werkstatt. Dabei kam ihm eine gute Idee. Bei dem schönen Wetter würde ganz bestimmt jemand im Waschhaus Wäsche waschen. Er brauchte dann diese Hausfrau nur dazu bringen, nicht im Hof, sondern im Speicher die Wäsche aufzuhängen. Dann war der Speicher offen und niemand konnte ihn daran hindern, ihn zu betreten. Schleunigst ging er ins Waschhaus. Und er hatte sich nicht geirrt. Die Frau Kellermeier aus dem Vorderhaus schaltete gerade die Wäscheschleuder ab und nahm die zum Aufhängen fertige Wäsche heraus. Er machte eine höchst besorgte Miene und sagte: Sie werden doch jetzt nicht im Hof aufhängen wollen. Es kann nämlich sein, dass ein Lastwagen mit einer Holzlieferung kommt und da wird Ihre Wäsche ganz staubig werden. Und das tut mir aber schrecklich leid. Darf ich Ihnen helfen, Ihre Wäsche im Speicher zu tragen? Ich helfe Ihnen sogar beim Aufhängen. Und ehe die verdutzte Frau Kellermeier etwas dagegen sagen konnte, nahm der Meister Eder schon den Wäschekorb und trug ihn so schnell in den Speicher hinauf, dass die gute Frau kaum nachkam. Oben angekommen, stellte er schleunigst den Korb ab und stürzte zu einer der Dachluken, um sie zu öffnen. Doch das ging der Frau Kellermeier zu weit. Sie fiel ihm in den Arm und verbat sich das energisch, weil sonst der ganze Ruß vom Kamin auf ihre Wäsche gewirbelt würde. Dem Meister Eder blieb nichts anderes übrig, als das Fenster zuzulassen. Verzweifelt sah er sich um. Da waren auch noch Speicherabteile, etwas von der Wäscheaufhänge entfernt. Wenn man von dort aus eine Luke öffnen könnte? Aber alle Speicherabteile waren verschlossen. Wenn er nur gewusst hätte, welches Abteil welchem Mieter gehörte. Da blieb ihm nur eines übrig: einfach bei verschiedenen Leuten zu klingeln. Ja, bitteschön. Entschuldigen Sie, haben Sie ein Speicherabteil, das eine Dachluke in Richtung zum Hof hinaus hat? Nein, unser Abteil geht zur Straße hin. Können Sie mir sagen, wer nach der Hofseite hin eines hat? Ja, Bauers und Neumanns. Warum? Ist irgendwas los im Speicher? Nichts Besonderes. Es handelt sich bloß um eine Reparatur. Also dann, vielen Dank und entschuldigen Sie die Störung. Ja, aber bitteschön, Herr Eder. Während der Meister Eder vergeblich im Speicher gewesen war und nun bei Bauers läutete, leider war dort niemand zu Hause, und dann zu Neumanns ging, während der ganzen Zeit also wurde es dem Pumuckl in der Dachrinne zu langweilig. Und zu warm wurde es ihm auch, weil die Sonne direkt auf die Dachrinne schien. So viel er auch nach den Dachluken spähte, keine öffnete sich. Es ist viel leichter, irgendwo hinaufzukommen, als irgendwo hinunterzukommen. Jedenfalls, wenn man es mit Tauben zu tun hat. Die sitzen immer auf Dächern, aber wenn man eine braucht, dann sitzen sie auf Bäumen oder Zäunen oder Balkonen oder irgendwo. Und dabei liegt hier ein so schönes Brot in der Dachrinne. Aber jetzt, hui, jetzt kommen welche. Die kommen direkt da heraufgeflogen. Oh, da sitzen sie. Die sehen mein Brot.
Die picken dran. Gutes Brot, sehr gutes Brot. Na ja, streitet euch nur ein bisschen drum. Dann werde ich auch eine erwischen und Klabautas wieder hinunterfliegen. Hoffentlich schaut dann Meister Elend nicht gerade her, sonst werde ich sichtbar und dann fällt die sichtbare Taube mitsamt dem sichtbaren Pumuckl. Ist das hoch? Fällt dann hinunter die Taube. Der Pumuckl schlich sich ganz langsam den Tauben näher und warf dabei ständig einen Blick abwechselnd zu den Dachluken und in den Hof. Er erspähte keinen Meister Eder. Pumuckls Herz klopfte gewaltig. Es war gar nicht leicht, an die Tauben heranzukommen, weil die streitsüchtigen Vögel sich gegenseitig um den Fund stritten und wegdrängten und weghackten. Während der Pumuckl sich Mut für sein gefährliches Unternehmen machte, hatte der Meister Eder bei Neumanns Erfolg. Nachdem der Meister Eder glaubwürdig versichert hatte, er müsste an der Dachluke etwas reparieren, schloss der Herr Neumann bereitwillig sein Speicherabteil auf. Es mussten erst zwei Kisten weggeschoben werden, damit der Meister Eder an das kleine Fenster hinkommen konnte. Der Pumuckl aber draußen auf dem Dach war jetzt ganz nahe an die Tauben herangerückt. Bebend vor Angst flüsterte er. Jetzt los. Oh, Klabautas steht mir bei. Jetzt, oh. Dritter Stock, zweiter Stock, erster Stock. Brave Taube. Danke, vielen herzlichen Dank, liebe Taube. Herr Neumann. Ja, bitte. Entschuldigen Sie. Haben Sie eine Schnur da herum? Ja, hier habe ich eine. Dankeschön. Pumuckl, ich bin da. Wo bist denn? Komm schnell her, kannst dich an der Schnur da einhalten. Herr Eder. Pumuckl, gib doch Antwort. Aber was Pumuckl? Haben Sie denn, Herr Eder? Pumuckl, sag wenigstens was, damit ich weiß, dass du nicht runtergefallen bist. Pumuckl. Herr Eder, was schreien Sie denn so aufgeregt? Ah, jetzt ist er vielleicht runtergefallen. Ja, wer? Ich muss schnell runter. Bitte schön, Herr Neumann, lassen Sie das Fenster offen und halten Sie die Schnur fest. Die ganz fest, ja. Ich komme gleich wieder. Aber ich muss unbedingt wissen, ob er drum oder ob er drunter ist. Wer denn? Sagen Sie mir doch, wer? Halten Sie um Himmels Willen die Schnur fest, nicht auslassen, bis ich wiederkomme. Bitte, ja. Ja, schon, freilich, nur ich verstehe nicht. Ich sag's Ihnen später. Ja, ich verstehe es nicht. Der Herr Neumann hielt die Schnur so fest, als hinge Meister Eders Leben davon ab. Der Schreinermeister aber rannte im Sturmschritt die Treppe hinunter. Im Hof war kein Pumuckl. Aber in der Werkstatt, da war er. Er saß vor Erleichterung laut singend in seiner Schaukel. Eine Taube, die ist nicht dumm, deckt mich in der Luft herum. Da bist du ja. Oh, ich hab jetzt gedacht, mich trifft der Schlag. Ja, wie bist du denn runtergekommen? Wie ich hinaufgekommen bin, mit einer Taube. Ich bin geflogen. Aber das gibt's doch nicht. Doch, das habe ich auch gedacht, dass es das nicht gibt. Aber weißt du, man muss eine Taube nur richtig fest umarmen. Ich habe ja alle Tauben fest umarmt, jawohl. So? Und alle Tauben haben mein Brot gegessen und zwei Tauben sind mit mir geflogen und alles Geziefer und alles Ungeziefer. Ist alles mitgeflogen, alles mitgeflogen. Ja, pfui Teufel. Wieso? Da werde ich dich jetzt gleich von oben bis unten waschen. Nein. Sonst trifft jetzt mich der Schlag. Mich waschen, das ist ja zum Davonfliegen. Das ist, damit du dir das Davonfliegen abgewöhnst. Was? Jedes Mal stecke ich dich dann in die Badewanne. Nein. Doch. Nein. Und wenn ich dir verspreche, dass ich nie mehr fliege. Ja, dann wirst du nur einmal gewaschen. Und zwar jetzt. Du bist kein bisschen froh, dass du mich wieder hast. Doch, ich bin sehr froh. Ja. Aber jetzt, um Himmels Willen, der Herr Neumann hält immer noch die Schnur zur Dachluke hinaus. Ich bin gleich wieder da, Pumuckl. Und ich bin gleich nicht mehr da, weil ich nämlich gleich ganz tief versteckt bin in die Hohenstäbe. Das hat dem Pumuckl zwar wenig genützt, denn der Meister Eder bestand auf der Reinigung des Kobolds, nachdem er den Herrn Neumann von seiner Aufgabe befreit hatte und auch noch mit dem Hobel über den Rahmen der Dachluke gefahren war.
Schließlich musste der Schreinermeister ja so tun, als würde er etwas reparieren. Er reinigte dann den Pumuckl so gründlich, dass der seitdem einen großen Bogen um Tauben herum macht. Nur von Ferne hat er ihnen noch einmal zugerufen. Hallo, 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 was ich euch noch sagen wollte. Ihr, hallo, ihr Tauben, ihr seid ganz schmutzige Geziefertiere, seid ihr jawohl. Und ihr solltet euch mal vom Meister Eder waschen lassen. Wetten, dass euch dann das Fliegen genauso verginge wie mir. Wetten, wetten tue ich mit euch um eine Tafel Schokolade in Silberpapier. Aber ihr wisst ja gar nicht, was das ist, Silberpapier in Schokolade. Das hat die Tauben aber nicht sehr beeindruckt. Sie sind schmutzige Großstadttauben geblieben. Der Meister Eder aber hat eine Zeit lang vermieden, den Bewohnern des Vorderhauses zu begegnen. Vor allem, weil der Herr Neumann sagte, er würde den Meister Eder den anderen Mietern weiterempfehlen, es gäbe noch mehrere Dachluken, die er reparieren müsste.